Willkommen zu einem weiteren einfachen Real-Life-Video. Zuerst mal Entschuldigung, heute kommt kein weiteres Video. Ich bin auf einer Feier und also das hier nehme ich jetzt relativ früh auf. Und ja, dann bin ich auf einer Feier und dann werde ich kein weiteres Video freischalten. Dafür kommen morgen mal wieder zwei. Ich mache mir es dann einfacher. Morgen wird es dann Evermore und Rebirth geben, wenn ich mich nicht irre, also in der anderen Reihenfolge. Ja, ich habe an Weihnachten schon mal Danke gesagt. Ich möchte nochmal Danke sagen. Ich habe den Kanal jetzt als Let's Play-Kanal. Moment, ich habe meine Webseite gerade hier so auf dem Bildschirm offen, meine YouTube-Seite. Ich mache jetzt Let's Play seit dem März, glaube ich, diesen Jahres. Ich schau mal ganz kurz. Ich bin unterwegs. Ich bin auf der 10. Seite, 11. Seite Videos, wow. Genau, 11. Seite, erstes Video hier war am 14. März 2014. Seither sind über 300 Videos dazugekommen, es sind 28 Abonnenten. Ich denke, ohne dass ich irgendwo Werbung gemacht habe, 28 Abonnenten ist schon was Schönes. Also natürlich in meiner Facebook-Liste, in meiner Twitter-Liste. Aber jetzt nicht irgendwie öffentlich, dass ich auf irgendwelche Videos gehe und da schreibe, besucht meinen Kanal, da gibt es irgendwelche Videos. Nee, nee, ich mache einfach mein Ding und wurde ja auch gefunden. Ja, ich werde auch einfach so weitermachen. Ich bin echt froh, was ich mache. Es macht mir echt Spaß und ich bin auch froh, wie es läuft. Ich habe einiges gelernt über Videos und auch über meine Computerspiele, die ich gern spiele. Teilweise echt neue Wege entdeckt, neue Varianten, wie ich spiele, neuen Spaß an alten Spielen, die ich schon ewig oft durchgespielt habe. Ja, dafür möchte ich euch Danke sagen und ganz besonders persönlich möchte ich Gonzo danken, weil er motiviert mich echt bei dem Secret of Evermore Let's Play immer weiter zu spielen und ich sage jetzt einfach mal, schon mein Terranigma Let's Play gesehen. Habe ich ja auch schon gemacht und ich habe es ja mal angekündigt, ich werde ja ein Nintendo All-Stars machen mit Zelda, mit Donkey Kong, mit Metroid vermutlich, Secret of Mana, ja, was mir so einfällt, Mega Man X, da gibt es ja ein paar Spiele auf dem Super Nintendo, dann vielleicht Nintendo 64. Bleib auf jeden Fall dabei, Gonzo. Es wird noch einiges geben, was dir hoffentlich gefallen wird. Ja, und ansonsten an alle Zuschauer auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt ein schönes, erfolgreiches Jahr. Habt ein spaßiges Jahr. Macht, was euch gefällt, solange es legal ist. damit fährt man eigentlich immer am besten. Das tun, was man kann. Das tun, was einem Spaß macht. Das tun, was einem gefällt. Ich konnte es machen. Ich konnte es zu meinem Job machen. Ich bin froh drum. Macht's auf jeden Fall. Und ansonsten feiert schön, einen schönen Abend noch und tschüss.